Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hier ist wieder euer Patrick. Und in diesem Video möchte ich mit dir über die einzige Möglichkeit bzw. über den einzigen Weg reden, wie du es schaffst, wahrhaftig glücklich zu werden. Und bevor ihr wegschaltet, weil ihr denkt, was ist das denn? Noch vor einigen Jahren hätte ich nicht auf ein Video wie dieses hier geklickt, weil es mir zu reißerisch gewesen wäre. Ich hätte gedacht, es gibt doch verschiedene Wege zum Glück. Es gibt doch etliche Möglichkeiten. Aber warum dem nicht so ist, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß damit. So, ihr Lieben, Patrick hier wieder. Schön, dass du dabei bist. Und in diesem Video geht es darum, wie du es schaffst, wahrhaftig glücklich zu werden und warum es unterm Strich nur einen einzigen Weg dafür gibt. Und ich hatte es eben im Intro schon gesagt, es klingt sehr reißerisch und viele Wege führen nach Rom und so weiter und so fort. Das ist mir alles bekannt. Nichtsdestotrotz möchte ich viel globaler, viel universeller, viel allgemeiner auf dieses Thema blicken und dir in diesem Video erklären, warum es unterm Strich dennoch nur einen einzigen Weg geben kann, um wahrhaftig glücklich zu werden. Zuallererst möchte ich sagen, dass glücklich zu sein wahrscheinlich eines der einzigen Wünsche ist, die alle Menschen miteinander verbindet. Man muss weder einem Steuerberater noch einem Rechtsanwalt, einer Putzkraft oder einer Büroangestellten dazu überreden, glücklich sein zu wollen. Das ist ein intrinsisches Verlangen. Wir wollen es alle. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir dahin? Und der eine oder andere wird sich denken, ja, es gibt ja, jeder hat da so seinen Weg. Also der eine reitet vielleicht gerne, dann ist er beim Reiten glücklich. Wie der andere fährt vielleicht gerne Fahrrad oder geht ins Fitnessstudio, dann ist er dabei glücklich. Oder wenn man ein tolles Auto kauft oder endlich sein Eigenheim hat oder vielleicht genau den richtigen Partner gefunden hat, dann ist man glücklich. Und deshalb, das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig, aber es gibt zwei Arten des Glückes und das ist elementar zu unterscheiden. Und zwar gibt es einmal das kurzzeitige Glück. Das ist, wird auch hedonistisches Glück genannt. Das ist, du kaufst dir eine neue Hose oder neue Schuhe, bist glücklich. Und dann hält es ein paar Tage, ein paar Stunden, ein paar Wochen und du kaufst dir ein neues Auto, fühlt sich super an. Nach einer gewissen Zeit ist das Glück weg und du ärgerst dich nur noch über die Leasingrate oder dadurch, dass du es noch 10 Jahre abbezahlen musst. Es ist, Arthur Schopenhauer hat es schon gesagt, alle äußeren Quellen des Glücks sind der Natur nach ungewiss und dem Zufall überlassen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir unser Glück abhängig machen vom Außen, sprich von der äußeren Welt, dann sind wir abhängig. Wir sind abhängig davon, dass die Dinge im Außen, in der äußeren Welt so laufen, wie wir es uns vorstellen. Wir vermuten immer, dass es so ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Dingen, die im Außen passieren, wir gewinnen im Lotto, kaufen ein neues Auto oder ähnliches, und dem Glück, was wir hier empfinden. Aber dem scheint nicht so zu sein. Denn wenn es da wahrhaftig eine Kausalität geben sollte, wenn es da wahrhaftig einen Zusammenhang geben sollte, dann wäre es messbar und dann wäre es universell. Was heißt das? Wenn es wirklich universell wäre, dann könnte man anhand der äußeren Kriterien eines Menschen, wie viel Partner er hat, wie viele Autos er hat, wie viel Geld er hat, einen direkten Rückschluss darauf ziehen, wie glücklich er ist. Aber das ist ja vollkommen illusionär und wir alle wissen, dass das so nicht funktioniert. Denn es gibt ja scheinbar reiche Menschen, die Suizid begehen oder depressiv sind, genauso wie es arme Menschen gibt, die glücklich sind. Genauso gibt es aber auch unglückliche arme Menschen und glückliche reiche Menschen. Es herrscht einfach nur lediglich kein Zusammenhang zwischen den Sachen im Außen und wie wir sie empfinden im Innen. Ich zitiere immer wieder Marie von Ebner-Eschenbach, die gesagt hat, nicht was wir erleben im Außen, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unsere Realität aus, beziehungsweise macht unser Schicksal aus. Und genau das ist der kausale Faktor. Wir alle haben Vorstellungen davon in unserem Kopf, was gut ist und was schlecht ist, was richtig ist und was falsch ist. Und genau diese Vorstellungen in unserem Kopf führen dazu, dass wir entweder glücklich sind oder nicht glücklich sind, je nachdem, welche Situation in der Welt, in der objektiven Realität hier draußen passieren.
Ne? Wenn es allgemein heißt, wenn jemand stirbt, dann hat man zu trauern, dann sind wir traurig, wenn jemand stirbt. Und versteht mich nicht falsch, natürlich ist das gänzlich normal, unabhängig von der Tatsache, dass wir mehr um uns trauern als um den Verstorbenen, weil wir wissen nicht, was mit ihm passiert, aber wir wissen, dass wir diese Person jetzt nicht mehr haben. Nichtsdestotrotz in anderen Kulturen, die anders sozialisiert wurden, wird gefeiert, wenn jemand stirbt. Denn sie glauben, dass es dieser Person jetzt besser geht und diese Person erlöst wird. Ja, wieso ist das kein Grund zur Freude? Warum nehme ich so drastische Beispiele? Ich nehme so drastische Beispiele, um genau zu beschreiben, dass es offensichtlich keinen Zusammenhang geben kann zwischen den Dingen im Außen und wie wir sie empfinden, wie wir sie erleben. Und das ist der springende Punkt, denn wir haben final nicht immer die Dinge im Außen unter Kontrolle. Wenn wir Sonne schön finden und Regen schlecht, wir können uns nicht immer aussuchen. Manchmal regnet es, manchmal scheint die Sonne. Wenn wir gewisse Sachen als gut heißen und andere Sachen oder als richtig heißen und andere Sachen als falsch und die passieren, dann bewerten wir sie hier in unserer inneren Welt, in unserem Kopf. Und irgendwas passiert im Außen, Freundin trennt sich, jemand verstirbt, wir kaufen uns ein neues Auto, egal ob positiv oder negativ, was es faktisch beides nicht gibt. Denn positiv und negativ sind Bewertungen unseres Verstandes. Das heißt, an dieser Stelle hat Shakespeare das so schön auf einen Satz runtergebrochen. Er hat gesagt, nichts ist weder gut noch schlecht, erst das Denken macht es dazu. Ein schönes Beispiel dafür ist das Wetter. Der Himmel überlegt sich nicht, ob es heute gutes Wetter macht oder schlechtes Wetter macht. Der Himmel ist. Ne? Manchmal scheint die Sonne, manchmal regnet es. Und was wir damit machen, ist unser Verstand, der die äußere Situation bewertet. Es ist Sonne, oh, das ist schönes Wetter. Daraus entsteht Freude. Oder es regnet, ah, das ist Scheißwetter. Daraus entsteht Trauer oder Depression. Das heißt aber, solange wir die Sachen, die im Außen passieren, bewerten, sind wir komplett, muss unser Leben komplett, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, willkürlich sein. Es geht nicht anders. Denn es werden immer Sachen im Außen passieren, die wir faktisch nicht unter Kontrolle haben, nicht kontrollieren können oder nicht bestimmen können. Und wenn wir die Sachen im Außen bewerten, dann muss es ergo unser Leben zwangsläufig ein Auf und Ab sein. Irgendwas passiert, happy, irgendwas anderes passiert, unglücklich, wieder was passiert, toll, wieder was anderes passiert, unglücklich. Denn das emotionale Auf und Ab hat nichts zu tun mit den Sachen, die faktisch passieren. Es hat zu tun mit unseren Bewertungen, mit unseren Glaubenssätzen, wie wir diese Sachen, die im Außen passieren, hier oben für uns bewerten. Das heißt im Umkehrschluss, wir können faktisch, solange wir diese Dinge, die im Außen sind, bewerten, nie wirklich glücklich sein. Denn das eine ist das kurzzeitige Glück, aber das will keiner wahrhaftig. Wir alle wollen das ab und zu. Ne? Das ist auch überhaupt nicht verwerflich. Das ist eine super Sache. Sportwagen, super Sache. Geld, super Sache. Überhaupt kein Problem. Aber das Problem ist, wenn wir davon abhängig sind und wenn wir nicht glücklich sind ohne diese Sachen. Denn keiner will wirklich nur kurz glücklich sein. Keiner will nur einen Monat glücklich sein, nachdem er sich ein neues Auto gekauft hat. Keiner will nur 15 Minuten Ruhm haben, nachdem er einen tollen Vortrag gehalten hat. Keiner will von seinen Freunden nur kurz Komplimente bekommen und dann nicht mehr. Was wir alle wollen, ist nicht das kurzzeitige Glück. Was wir alle wollen intrinsisch, ist das langfristige, unabhängige Glück. Und was ich die letzten Jahre gemacht habe, ist, ich habe quer durch die Welt in verschiedenen Lehren gesucht, in traditionellen, jahrtausendealten Schulen. Ich habe bei den Freimaurern gesucht, ich habe im Christentum gesucht, ich habe im Judentum gesucht, in der Kabbala. Zack, jetzt seid ihr umgekippt. In der Kabbala, ich habe in der Philosophie, in der Spiritualität, in der Hermetik gesucht. Also egal wo, und ich habe eine Sache festgestellt. Und zwar, es gibt mehr oder weniger einen Konsens, in manchen Bereichen, je nach Interpretation, aber den mehr oder weniger alle Menschen oder alle Lehren und vor allem alle großen Lehrer, egal ob Jesus, Krishna, Buddha, Ramana Maharshi, sagen. Und diese Essenz, die alle sagen, und das wirst du höchstwahrscheinlich auch schon gehört haben, ist, dass man das wahre Glück, und mit wahre Glück ist das langfristige, unabhängige Glück, die Zufriedenheit, das ist ein anderer Gefühlszustand, der nicht abhängig ist vom Außen, dass wir das langfristige, unabhängige Glück immer nur
in uns selbst finden können. Also niemals im Außen. Die Frage ist, wie funktioniert das jetzt? Es funktioniert am einfachsten und dieses Video wird nicht ausreichen von der Fülle, um darauf einzugehen. Ich mache in meiner privaten Facebook-Gruppe regelmäßig Livestreams darüber. Komm da gerne rein, ich packe den Link unten in der Beschreibung. Klick da drauf, stell eine Beitrittsanfrage und tu mir bitte den Gefallen. Da steht, dass du eine Frage beantworten sollst. Beantworte sie, weil ich habe etliche offene Anfragen und ohne dass diese Frage beantwortet wird, gibt es auch keinen Zugriff auf die Gruppe. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass es mir geht es um die Lehre selbst. Und ich möchte Lehre weitergeben an Menschen, die es wirklich wollen. Und es gibt zu viele, die einfach tausenden Gruppen beitreten, blind, ohne wirklich zu suchen intrinsisch, ohne wirklich ein Verlangen zu haben, sondern viele wollen einfach nur konsumieren. Und darum selektiere ich aus. Ich nehme nicht alle auf, aber ich nehme einige auf, beantworte die Frage und dann nehme ich dich auf. So, der Punkt ist, wie erreichen wir jetzt dieses langfristige unabhängige Glück? Und das schaffen wir nur auf einem Weg, und zwar indem wir in uns selbst blicken, indem wir in uns hineinsehen und das Glück in uns selbst generieren. Das machen wir in erster Linie und unter anderem dadurch, dass wir ablassen von unseren Bewertungen von richtig und falsch. Denn wir wissen faktisch nicht, was richtig und falsch ist, und wir wissen auch nicht, was gut und schlecht ist. Mir persönlich sind etliche Sachen passiert in meinem Leben, angefangen von der 6. Klasse. Ich bin sitzen geblieben in der Schule, für mich ging eine Welt unter. Alle meine Freunde waren in dieser Klasse und auf einmal sollte ich nicht mehr in dieser Klasse sein. Ich war todtraurig. Und einige Jahre später dachte ich mir, boah, ich kenne irgendwie gefühlt doppelt so viele Leute wie alle anderen auf der Schule, weil ich in doppelt so viel Klassen war. Und das heißt, das, was im ersten Moment für mich komplett furchtbar war, war einige Jahre später für mich ein großer Segen. Und genau das habe ich in etlichen Momenten erlebt, an etlichen Stellen, in den verschiedensten Bereichen. Wenn ich Vorträge halte, ist auch genau das der Moment, wo sich viele mit identifizieren können. Vielleicht hast auch du in deinem Leben schon mal eine Situation erlebt, wo du dachtest, ich weiß nicht weiter so, es ist vorbei. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskommen soll. Und einige Jahre später hast du vielleicht rückblickend betrachtet gedacht, nun, es war hart, keine Frage, aber eigentlich war es ganz gut, dass das passiert ist, weil wenn das nicht passiert wäre, wäre vielleicht das nicht passiert, ich wäre nicht gewachsen, ich wäre nicht stärker geworden, wäre nicht der, der ich heute bin und so weiter und so fort. Das heißt aber rückblickend oder allgemein betrachtet, dass wir uns gar nicht zumuten können, anhand dieser kurzfristigen zeitlichen Skala, die wir haben, aus der jetzigen Position heraus bewerten zu können, was langfristig auf unser Leben gesehen wahrhaftig gut und schlecht ist. In dem Moment meinen wir zu wissen, oh, das ist furchtbar oder das ist wundervoll. Aber global gesehen kann es komplett konträre Auswirkungen haben auf unser Leben, auf unser Sein und wie sich diese Situation, die wir als gut oder schlecht bewertet haben, in dem Moment auf unser Leben auswirken mag. Das heißt, lasst uns nicht so arrogant sein und die Situation im Außen bewerten, weil wir glauben, dass wir wüssten, was gut und was schlecht für uns ist. Denn es hat sich herausgestellt, oftmals wissen wir das nicht. Wenn wir jetzt also ablassen von unseren Glaubensmustern, von richtig und falsch, ne, in der Bibel steht, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Adam und Eva waren im Paradies. Im Paradies war alles perfekt. Im Paradies war alles eins. Im Paradies war alles traumhaft. Dann wurden sie versucht, gingen dieser Versuchung nach und aßen von der verbotenen Frucht. Und auf einmal vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und scheinbar wussten sie auf einmal, was gut und was schlecht ist. Und während sie vorher im Paradies waren, schämten sie sich auf einmal, weil sie anstatt das Allgemeine, wir sind alles Menschen, gesehen haben, oh, du bist ein Mann, ich bin eine Frau. Dann kam das Schamgefühl. Sie wurden dann aus dem Paradies entfernt und waren dann halt, ab dem Moment war der Dualismus geboren. Die Arroganz, dass wir zu wissen glauben, was richtig und was falsch ist. Obwohl es eventuell nur einer wissen kann. Und das, wisst ihr, ich würde jetzt sagen, um im biblischen Kontext zu bleiben, nur einer wissen kann, nur Gott wissen kann. Aber damit würde ich manche Leute verlieren, denn einige Leute sind nicht religiös und um offen zu sein, ich bin es auch nicht. Das heißt, ich versuche weitestgehend auf religiöse und spirituelle Begrifflichkeiten zu verzichten,
Denn die Lehre selbst, die ist allgemeingültig. Und ich bin mir sicher, wofür ich stehe, ist praktische Spiritualität. Ich will die reine Lehre weitergeben. Und ich möchte nicht Menschen, die ganz normal sind, ihrem ganz normalen Job nachgehen, verlieren, weil ich in diesem Kontext religiöse und dadurch vielleicht für diese Personen abschreckende Begrifflichkeiten benutze. Aber es ist auch komplett surreal, wer oder ob es eine Energie weiß, was gut, was schlecht für uns ist, ob es Gott weiß, ob es, ich weiß es nicht, irgendwer weiß oder ob es auch gar keiner weiß. Denn wichtig ist, wie wirkt sich das emotional auf uns aus? Und wie eben angesprochen, hat es sich bewährt, von diesen Bewertungsmustern, die wir haben, nahezu gänzlich abzulassen. In der Bibel steht unter anderem deshalb, richte nicht, so wirst auch du nicht gerichtet werden. Warum? Ich dachte immer, das wäre so eine altruistische Floskel, womit man die Welt zusammenhalten will und dafür sorgen will, dass es mehr Liebe gibt. Nein, das ist es gar nicht. Es ist vielleicht sogar ein sehr egoistischer Ansatz, denn wenn du andere nicht bewertest und richtest, dann hast du auch keine negativen Emotionen dadurch. Wenn ich durch die Stadt gehe und denke, das ist ja ein Arschloch und das ist ein Assi und wie guckt der schon und der ist doch aggressiv und das ist ein Gauner, dann ist das scheiße für mich. Meine Endorphine, Serotonin gehen runter, mein Cortisol steigt vielleicht, also mein Stresshormon, weil ich mich darüber aufrege. Das ist nicht gut fürs Herz, das ist für den Arsch, mir geht's dadurch nicht besser. Das heißt, wenn du aufhörst zu richten und von deinen Glaubenssätzen ablässt, dann wird eine Sache passieren. Die äußere Welt und diese Ereignisse werden deine emotionale innere Welt nicht mehr so sehr bestimmen können. Als Folge dessen wird es kein Auf und Ab mehr geben. Am Anfang immer noch, ne? Es wird weniger, die Wellen werden kleiner und am Ende hin wird es eine Konstante. Das heißt, wenn du aus dir selbst heraus dein Glück generierst, indem du von deinen Bewertungen abgelassen hast, was soll im Außen passieren, was dich aus der Ruhe bringt? Du bist verantwortlich für deine Gefühle und du bist verantwortlich für deine innere Welt. Und wenn du ablässt von deinen Bewertungsmustern, wird das passieren, dass du immer mehr zu diesem Zustand kommst, was viele spirituelle Schulen oder große Lehrer dann das wahre Glück nennen, was wir nur in uns finden können. So, ihr Lieben, das war sehr viel Inhalt auf 17 Minuten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, tu mir bitte einen Gefallen und teile es. Das ist das Allerwichtigste. Ich habe sehr große Ziele. Ich möchte Deutschland glücklicher machen. Ich bin seit 10 Jahren, mache ich nichts anderes als zu forschen, das selbst für mich anzuwenden, zu meditieren, verschiedenste Sachen auszuprobieren. Ich rede sowohl mit Wissenschaftlern, mit Psychologen, mit Soziologen, als auch mit Rabbinern aus allen verschiedenen Richtungen, um mir die Essenzen zu ziehen, denn nicht das eine ist richtig, sondern in der Regel sind es Essenzen. Es gibt viele Teilwahrheiten. Und was ich machen möchte, ich möchte die Essenzen aus allen ziehen, die praktisch anwendbar sind, die du und ich für uns persönlich nutzen können, um ein spürbares Ergebnis zu haben. Das ist meine Mission und wenn du mich dabei unterstützen möchtest, teile bitte dieses Video, abonniere meinen Kanal, lass einen Daumen nach oben da und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Genieß das Wetter. Meditier, das ist wichtig, meditier. Wenn du nicht weißt, wie es geht, schreib mich gerne an. Ich bin bei Facebook für alle Schandtaten bereit. Schreib mir eine private Nachricht, ich werde auf jeden Fall antworten. Genießt den Tag, macht es gut, ihr Lieben. Adios.